was bisher geschah. Den Mickey-Bullen nehme ich. Tja, sie ist die Richtige für den Job. Sie hätten den Tierarzt holen sollen. Sie hatten schon genug am Hals. Ich wollte Ihnen einen Gefallen tun. Bitte nicht. Manchmal soll es einfach nicht sein. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Ja, mir auch. Wie ich höre, willst du weiterziehen? Ich würde nur gern hierbleiben. Sollten wir uns das fragen? Was? Hält es? Ja. Ja, ich schätze, ein paar Wochen haben wir wohl noch. Gib mir einen Kuss. Claire! Das Pferd, das war... Der wilde Hengst, ich weiß. Ob Nick weiß, dass... Keine Angst, Mepsi. Keine Angst. Danke. Zieh dein Bein raus! Versuch! Ich liebe dich! Entschuldige, aber ich musste das Fenster öffnen. Sieh doch mal. Ich hatte einen furchtbaren Albtraum. Ich habe geträumt, du wärst... Guck mal, unsere Sterne. Der da ist meiner und das ist deiner. Wir müssen einen für Charlotte aussuchen. Meiner zwischen unseren wäre gut. Der da strahlt so hell. Charlottes Stern. Schön hört sich das an. In meinem Traum warst du auch so angezogen. Er war so real. Hör auf, dich mit Albträumen zu quälen. Ich sehe mal nach, ob Charlotte wach ist. Dann zeige ich ihr ihren Stern. So bleiben wir immer zusammen. Claire? Hey, ich habe gesehen, dass du zu Hause warst. Ich musste mir ein frisches Pferd holen. Der weiße Hengst war nicht schuld an dem Unfall.
Dadurch, dass du ihn verfolgst, wird sie nicht wieder lebendig. Ich muss das tun, bevor noch ein Unglück geschieht. Man hat Claire gestern Abend nach Drovers gebracht. Ich möchte ihr die letzte Ehre erweisen und sehen, ob ich für Tess was tun kann. Das geht jetzt vor. Igel geht mit bei dem Trauerzug, Jody. Den müsstest du striegeln. Roy lässt mich nicht an ihn ran. Ach, so ein Unsinn. Roy! Roy, komm her, mein Guter! Roy, na komm! Armer Roy. Lock ihn mit Futter oder irgendwas da weg. Nützt nichts, er lässt keinen an Claires Pferd ran. Wie geht's Charlotte? Bestens, sie schläft ganz friedlich. Wo ist Harry? Sein Wagen steht in der Auffahrt. Er nimmt Abschied von Claire. Die Blumen brauchen frisches Wasser. Sie sollen halten bis morgen. Ich muss Terry bei den Schafen helfen, sie dann mit Wasser versorgen und die Tränken säubern. Ich mach's schon. Ich muss mich bei allen bedanken, die geschrieben haben. Igel muss gestriegelt werden. Dass der Sarg im Haus ist, finde ich richtig gruselig. Bei Jack war's auch so. Claire hätte es so gewollt. Tess geht zu ihr. Das schafft sie nicht. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Lass mal, Tess, ich geh schon. Du kommst mit. Mick, sieh doch. Ja, das tut weh, all die Bilder von ihr zu sehen. Ja, mein Schatz, brav bist du. Claire. Ja? Ist jetzt schlecht. Was? In den nächsten Tagen vielleicht. Ja, wir alle. Ruf dann doch einfach nochmal an. Ja, natürlich. Tess. Mein herzliches Beileid. Danke, Harry. Alle Leute bringen Blumen. So eine Geldverschwendung. Warum bringen sie kein Bier? Ist doch viel sinnvoller. Ich finde sie wunderschön. Danke. Drovers ist nicht zu verkaufen, falls er das denkt. Ich verkaufe Drovers nicht, Harry. Das habe ich auch nicht angenommen. Na gut. Haben Sie den Unfallbericht bekommen? Ja, ich musste nur ein paar Beziehungen spielen lassen. Steht weiter nichts drin, nur dass es ein Unfall war. Lohnt sich kaum, ihn zu lesen. Er hat recht, das ist ja unheimlich. Ich bin mal einer Meinung mit Harry. Ich will ihn aber lesen. Geht's Ihnen soweit gut, Tess? Ja. Hören Sie, Terry kann so lange bleiben, bis alles wieder läuft. Danke. Lass doch den Bericht und geh ans Telefon. Ich muss jetzt gehen. Sandra und ich kommen dann morgen. Sie soll nicht kommen. Was soll ich denn sagen? Sie brauchen nichts zu sagen. Ach, Sie finden doch selbst hinaus, Harry. Ja, klar. Kann ich sonst noch was tun? Ans Telefon gehen? Ja, das wäre gut. Danke. Er denkt sicher, du hast sie nicht alle. Du solltest dich um das künstlich befruchtete Vieh kümmern. Die müssten demnächst kalben. Warte mal, ich will das hier lesen. Das war schon immer dein Problem, Tess. Du hast nie zugehört. Den Kopf weggepustet. Ich denke, du bildest Wildpferde aus, anstatt sie abzuknallen. Durch ihn ist der Wagen von der Straße abgekommen. Sind sie nicht in ein Schlagloch gefahren? Es war das Wildpferd, Stevie. Leihst du mir ein Pferd, dann helfe ich dir. Das muss ich schon allein erledigen. Allein warst du nicht sehr erfolgreich. Lass mir Zeit. Komm, du siehst schon ganz verwildert aus. Wenn du hier noch lange herumstreifst, holst du bald den Mond an. Komm.
Hey, pass auf! Ich habe mir gedacht, dass du hier bist. Das Seil war nicht lang genug. Wenn ich versucht hätte, den Wagen woanders festzumachen, an einem anderen Baum oder... Was lag hinten drin? Eine Winde? War der Zaundraht ein Wagenheber? Ich habe nicht nachgesehen. Warum nicht? Ich hätte es tun müssen. Ich hätte ihre Tür aufgekriegt. Es war keine Zeit. Du konntest gerade noch Charlotte retten. Hast du einen Zollstock? Ich will den Abstand der Reifenspuren ausmessen. Es muss doch einen Grund für das Geschehene geben. Es muss einen Grund geben. Ich muss ihn nur herausfinden. Ich kann die Schafe auch allein bewegen, wenn du was anderes zu tun hast. Ach nein, das macht alles Mom. Und Tess. Da wäre ich nur im Weg. Terry, findest du schlimm, dass ich nicht mehr bei Claire war? Ich meine, da steht ein Sarg. Wie soll ich von einem Sarg Abschied nehmen? Sie kann mich ja nicht hören. Wahrscheinlich nicht. Außerdem habe ich ohnehin nie viel mit ihr gesprochen, weil sie mich meistens bloß zur Arbeit angetrieben hat. Ich wüsste nicht, was ich ihr sagen soll. Naja, vielleicht sagst du ihr, dass du dich jetzt zur Abwechslung mal abrackerst. Es nützt jetzt auch nichts mehr. Wahrscheinlich würde ich bloß heulen oder was Dummes sagen, was Tess nur noch trauriger machen würde. Nein, am besten halte ich mich da ganz raus, oder? Mick, wer hat den Pickup mitgenommen? Ich muss wissen, was hinten drin war. Da rufst du am besten die Polizei an. Komm, räum endlich mein Zimmer aus, damit Mepsi da rein kann. Ja, mein Schatz, du willst in dein Bettchen. Also, wenn sie so ein affiges Mädchen wird wie du, will sie es wahrscheinlich ganz in Pink haben. Damit werde ich wohl leben müssen. Schlechter Witz, entschuldige. Gut, dass sie dich hat, mit sowas habe ich nie viel im Sinn gehabt. Telefon. Ach, und lass ihr die Ohren nicht zu früh durchstechen und nur ein Loch pro Ohr. Ich weiß, wieso du nicht gehst. Das passiert nämlich mit Leuten, die ganz jung und plötzlich gestorben sind. Ja, Weihnachten und der erste Geburtstag sind wichtig, aber ohne sentimental zu werden. Terry soll sich als Clown oder so verkleiden. Das habe ich gelesen. Du gehst nicht weg, solange du nicht akzeptiert hast, dass du tot bist. Claire, du... Was machst du denn? Das sind doch nur Klamotten. Ich werf deine Sachen nicht weg. Das würde dir stehen. Ich hab's nur einmal getragen. Aber da warst du schwanger. Dann änderst du es dir eben. Also der Raum hier ist groß genug für noch einen MacLeod. Was ist nun mit dir und Nick? Geh's endlich mal an. Ich hab keine Zeit für sowas. Dann lass es. Eil doch nicht. Oh. Weißt du, das Kleid wird ganz bestimmt noch ein paar Bälle überstehen. Du bist irgendwie ganz anders als früher. Ja, ich weiß. Ist doch lustig, oder? Ah, Mick, du kannst nicht ins Arbeitszimmer. Da ist abgeschlossen. Nein, ist es nicht. Ist Alex noch nicht zurück? Er hat das Pferd für Stevie geholt. Dann ist er wieder los. Was hast du dir dabei gedacht, Tess den Unfallbericht zu geben? Sie wollte ihn lesen. Und da nichts Neues drin steht, dachte ich... Es hat nicht funktioniert. Sie sucht nach Gründen. Die suchen wir alle. Man erwartet nicht, dass jemand, der so jung ist wie Claire, vor einem stirbt. Es ist einfach nicht richtig. Es ist von der Natur nicht so vorgesehen. Ich dachte, ihr könnte nichts was anhaben, Dad. Wir hatten unsere Auseinandersetzungen, aber ich habe sie immer respektiert. Ich hätte das gar noch gesagt. Er ist weg, Alex. Komm, geben wir es auf.
solltest absteigen, nicht runterfallen. Nichts gebrochen. Danke der Nachfrage. Das hätte leicht ins Auge gehen können, Stevie. Ich bin am Verhungern. Lass uns eine Pause machen. Denk jetzt mal an mich. Ist gut. Es war ein Autounfall. Ach, ihr Fuß war eingeklemmt. Sie konnte sich nicht befreien. Ja, danke sehr. Danke für den Anruf, ich sag's ihr. Hat einer von euch Roy gesehen? Nein. Hoffentlich ist er nicht weggelaufen. Glaubt ihr an sowas wie Wiedergeburt? In Indien glauben die ja, dass man immer wieder von vorne anfangen muss, bis man es hinkriegt. Unten angefangen und sich bis nach oben hocharbeiten. Dann kommt man vielleicht zurück und fängt als Kakerlake neu an? Wenn Claire zurückkommt, dann doch bestimmt als Pferd. Als Vollblüter. Ja. Kannst du das Tess reinbringen? Ich weiß doch gar nicht, was ich ihr sagen soll. Das wissen wir alle nicht. Mama meint, du willst vielleicht hier essen. Danke, Julie. Wir haben die Schafe auf die Nordweide getrieben und die Tränken sauber gemacht. Jetzt muss nur noch das Tor bei Skinny Jim repariert werden. Dann sind wir mit allem durch. Lag hinten im Pickup ein Wagenheber? Im Schuppen ist nämlich keiner und die Polizei konnte es mir nicht sagen. Nein, ich weiß es nicht. Claire, lass uns doch Geigenmännchen spielen, da habe ich immer gegen dich gewonnen. Hör auf damit, ich muss dahinter kommen. Ach, warum hörst du nicht zu? Das ist unwichtig. Na schön, dann muss ich mir eben was anderes einfallen lassen. Claire! Woran denkst du? Daran, wie ich Claire kennengelernt habe. Das Narendu-Rodeo. Du hast auf dem Gitter des Pferchs gestanden und geschrien, ich sei den Stier ein. Das ist das Einfachste von der Welt. Am Ende bist du im Dreck gelandet. Du hast mich angestarrt. Dein Gesicht war voller Staub und du hast gedacht, ich bin der Sieger. Und ich habe gedacht, Mann, der Junge will bei dir Eindruck schinden. Aber als ich mich umgedreht habe, sah ich, dass du gar nicht mich angestarrt hast. Es war Claire. Ihr habt lange gebraucht, um euch zu finden. Ich konnte damals schon sehen, was los war. Ein ganzes Leben vergeudet. Wäre schön, wenn man es korrigieren könnte. Aber was nützt es, sich an der Welt zu rächen? Die Sterne sind heute besonders hell. Vor allem der Stern da, siehst du?
ältesten und unumstrittensten Mitglieds der McLeod-Familie, Charlotte Prudence. Wir wünschen dir die Kraft und den Mut deiner Mutter, die Kreativität und Spontanität deiner Tante, die Fürsorglichkeit und Loyalität deines Patenonkels und die Liebe und Freundschaft von uns allen. Deine Geburt verlief nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt hatten, aber wir können dir mit Sicherheit sagen, dass du eine von uns bist. Es ist mir eine große Freude, jetzt mit euch anzustoßen. Das Band hatte ich total vergessen. McLeod. Sie ist eine echte McLeod. Auf Charlotte. Ich finde Mepsi immer noch besser. Oh, Claire. Sieh mal, wie viel Spaß du und Mepsi mit den anderen habt. Und wie oft es noch so sein wird. Es wird nie mehr so sein. Ach, das wird schwieriger, als ich dachte. Keine Angst, ich krieg raus, wie der Unfall passiert ist. Den wirst du endlich loslassen. Ich muss nicht loslassen, Tess, sondern du. Du hältst mich hier fest. Ich werde den Hengst weiterverfolgen. Du musst zu Claires Beerdigung gehen. Ich weiß, dass Tess mich da nicht haben will, also kann ich ihn auch weitersuchen. Du musst Lebewohl sagen, Alex. Was weißt du schon? Manchmal kriegst du keine zweite Chance, wieder etwas gerade zu rücken. Ich schon. Hier und jetzt. Ist da jemand? Entschuldige, Claire. Roy! Roy, du weißt doch, du darfst nicht ins Haus. Na komm. Ja, ich weiß, dass sie dir fehlt. Aber irgendwann musst du dich verabschieden. Ich weiß, dass du sie geliebt hast, wie wir alle. Aber ich glaube, wenn wir alle fest zusammenhalten, dann werden wir vielleicht damit fertig. Hm? Was meinst du? Das Fläschchen gegeben. Sie müsste noch eine Stunde schlafen. Hast du irgendwo die Autoschlüssel gesehen? Sieh mal im Arbeitszimmer nach. Da habe ich schon gesucht. Vielleicht im Flur? Ich habe sie versteckt. Wo hast du sie hingetan? Ich habe sie nicht gehabt. Nein, ich meinte die Schlüssel für den Käfer. Was ist mit der Grabrede? Ich will nicht, dass du einfach losquatscht und in Tränen ausbrichst. Ich brech nicht in Tränen aus. Okay. Wo willst du hin? Weg. Aber die Leute werden gleich da sein. Langweil die Leute nicht. Fang am besten mit einem Scherz an. Das hast du mir immer gesagt, aber mach es kurz. Ich weiß, dass du manchmal ohne Unterlass redest. Tess? Morgen, Tess. Ich habe noch Gläser für die Trauerfeier. Alles klar? Ist Benzin im Käfer? Ich glaube schon.
Ich habe mit der Schrottfirma gesprochen. Es waren weder Winde noch Wagenheber im Auto. Siehst du, du hättest nichts tun können. Nun mach dir endlich die Haare oder was du sonst immer so lange im Badezimmer machst. Wo willst du hin? Ich will wegfahren. Hast du irgendein bestimmtes Ziel? Nein, bloß fahren. Niemals sein. So sollte mein Leben nie verlaufen. So nicht. Ich kann es nicht. Ich will meine Schwester nicht begraben. Der Wagen sieht gut aus, Terry. Ja. Mick hat ihn aufpoliert. Sowas kann sie prima. Ja, Claire wäre stolz darauf. Allerdings. Guck dir bloß Neil an. Das letzte Mal hat er den Anzug wahrscheinlich bei seiner Hochzeit getragen. Stell dich lieber in den Windschatten, sonst haut dich der Geruch von Mottenkugeln um. Sandra ist ja hier. Wie hätte ich sie daran hindern sollen? Mit einem 10-Tonnen-Truck? Alles klar. Ich fühle mich irgendwie schuldig. Sie hat mich nie besonders gemocht. Wir hatten alle mal Knatsch mit ihr. Es ist richtig, dass du hier bist. Hallo, Craig. Schön, dass du gekommen bist. Sie haben sie alle respektiert. Guck dir bloß die vielen Leute an. Und du hast gesagt, ich kenne kaum jemanden. Ich kann sie auch alle wegschicken, noch ist Zeit. Nein, lass uns das bloß hinter uns bringen. Dann kannst du Mapsi aufziehen und wirst Nick heiraten. Was ist mit dir? Wo gehst du hin? Was machst du jetzt? Claire? Ich wusste nicht, was ich anziehen sollte. Aber ich dachte, Claire würde sich freuen, wenn ich mich schick mache. Auch wenn sie sich nur darüber amüsiert. Hab ich dir je gesagt, was für ein Glück es ist, dich zu haben? Du warst doch immer so lustig. Und du bist immer kreativ und spontan gewesen. Ich will nicht, dass Charlottes Tante mit so einer Leichenbittermine rumläuft. Dann wäre es vielleicht besser, wenn Alex sie aufzieht. Sie braucht Mütterlichkeit. Und wenn ich die nicht hab? Aber ja, jetzt hör auf zu streiten. Nick ist da. Wir sind soweit, Tess. Ich kann nicht. Sie lässt mich nicht los. Vielleicht kannst du ihr gut zureden. Du musst es nicht allein machen. Wir sind alle da. Ihr kommt nie zusammen, wenn du dich nicht endlich mal öffnest. Und was ist mit Alex? Was soll mit Alex sein? Wo ist er? Er verfolgt den wilden Hengst. Oh. Er gibt ihm die Schuld an dem Unfall. Oh, daran war doch nicht der Hengst schuld, um Himmels Willen. Der Hengst war nicht daran schuld. Alex lässt sich nicht sagen. Und Tess leider auch nicht. Komm, Tess. Du schaffst das. Es muss sein. Zieh das Kleid an.
Ich warte draußen. Give me consolation. Let me walk out of the storm. Don't wanna live in darkness. Oh, let me be transformed. Take the rain away. Sie hätten auf Alex warten sollen. Give me hope, give me love. Make it sweet from above. Take the rain away. Take the rain away. Würdest du für Alex einspringen, bitte, Vince? Es ist mir eine Ehre. Wann immer Tennyson veröffentlicht wurde, bat er darum, das hier ans Ende zu setzen. Sonnenuntergang und auch Abendstern. An Micha geht ein Ruf von fern. Doch bitte trauert nicht. Weil ich nun gehe, muss ich doch stechen jetzt in See. Dämmerung und Abendgeläut. Und dann die dunkle Nacht. Ohne Trauer und Abschied geht die Reise zu dem, der über uns allen wacht. Wir sind geboren an einem Ort zu unserer Zeit. Doch trage die Flut mich endlos weit. Und trete über die Schwelle, sodann stehe ich, so hoffe ich, vor unserem Steuermann. Sie ein Kind war. Sie hat sehr schnell gelernt, so hart zu sein wie das Land, auf dem sie aufgewachsen ist. Aber sie war einsam. Sie hat sich immer jemanden gewünscht, mit dem sie ihr Leben teilen konnte. Endlich wurde ihr Wunsch erfüllt. Ein Mann, der sie liebte. Und eine wunderschöne Tochter. Und dazu eine Schwester.
danke, dass ihr heute alle gekommen seid. Claire Wirbel. Claire Wirbel. Es gibt keinen Grund. Du musst es einfach hinnehmen. Was soll ich denn anfangen ohne dich? Du hast doch deine Freunde. Menschen, die dich lieben, die sind für dich da. Aber du nicht. Du musst stark sein. Für Charlotte. Für Alex. Für Drovers. Du hast es weit gebracht, seit du hier angekommen bist, mit deiner Kaffeemaschine und deiner Furcht vor großen Tieren. Du wirst es schaffen. Was meinst du? Kann ich jetzt gehen? Als ich damals herkam nach Drovers Run, da wollte ich nichts anderes als mein Erbe beanspruchen. Ich habe es damals nicht gleich erkannt, aber das Beste daran war, dass ich meine Schwester wieder hatte. Und zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, wirklich irgendwo hinzugehören. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll ohne Claire. Manchmal möchte ich viel lieber einfach weglaufen und nur so tun, als sei das alles nicht passiert. Aber ich weiß, was Claire zu mir sagen würde. Sie würde sagen, du musst stark sein, Tess. Es ist an der Zeit, weiterzugehen. Und es ist an der Zeit, dich den Menschen zu widmen, die du liebst. Hier auf Drovers Run. Wohl, Claire. Vergisst du in Frieden, Ron. Leb wohl. Ich liebe dich. Ich konnte den Hengst nicht erschießen. Es war nicht seine Schuld. Es konnte keiner was dafür.
Wenn Mepsi größer ist, werde ich dafür sorgen, dass sie alles über ihre Mutter erfährt. Claire McLeod. Im Sattel geboren. Grundsätzlich gegen alles. Und sie musste immer, immer das letzte Wort haben. Roy! Komm! Na komm, Roy, treib sie da durch! Na los, so ist es gut, treib sie durch! Hey! Raus mit euch! Hey! Ich könnte sie ablösen, wenn Sie wollen. Nein, wir kommen zurecht. Sie brauchen Hilfe und deswegen bin ich hier. Was soll ich für Sie machen, Boss? Also gut. Du kannst mich ablösen. Was gibt's da zu gucken? Geht wieder an die Arbeit.